Es ist so schön, zusammen zu sein, und ich möchte ganz besonders diejenigen begrüßen, die heute das allererste Mal hier sind oder das allererste Mal zugeschaltet sind von zu Hause aus. Wenn du diese Begrüßungsmappe noch nicht bekommen hast, in der wir uns etwas mehr vorstellen, wo du etwas mehr über uns erfahren kannst, dann darfst du dir die gerne nachher hinten in diesem geöffneten Raum dort abholen. Da sind wir auch nochmal für Gespräche dort, wenn du uns besser kennenlernen möchtest, oder übers Internet darfst du gerne eine E-Mail an uns schreiben und wir melden uns gern bei dir zurück, weil wir sind unterwegs, Jesus zu folgen, von ihm zu lernen, und da wollen wir alle einladen, mitzukommen. Alle, die ihm nachgehen, wollen wir einladen, mit dabei zu sein. Es ist schön, eine kleine Serie zu starten, die ich heute mit einer Illustration beginnen möchte. Wir haben zu Hause ein Haus, das streckt sich ziemlich in die Länge. Also wir haben, das Haus wurde nicht in die Höhe gebaut, sondern eher in die Breite. So gibt es eine Herausforderung mit dem WLAN. Also der WLAN-Router ist in der Küche, und hinten im Zimmer, da war einfach nichts mehr zu holen davon. Ja? Oder wenn die Kinder jetzt auch in Homeschool dann irgendwie sich in ihrem Zimmer mal eingewählt haben, dann war das WLAN unheimlich schlecht. Und so bin ich losgezogen in der Corona-Zeit und habe so einen WLAN-Verstärker gekauft. Und dann musste man dort hinten sich in ein anderes Netzwerk einwählen. Und jetzt ist es so bei mir, ich bin nicht so technisch affin. Ich wundere mich immer nur, wenn etwas nicht funktioniert. Da muss ich immer gucken, weil manchmal verbindet sich das Handy mit dem falschen WLAN. Genau das, was eigentlich das schwächere Signal hat. Und dann irgendwie erstmal, wieso funktioniert das nicht? Ich muss gucken, bin ich im richtigen WLAN? Und dann muss ich manchmal ändern, dann muss ich ins andere WLAN gehen. Dann gibt es noch ein WLAN von einem Drucker. Und das hat keinen Internetzug, also das geht dann, da bist du halt nur mit dem Drucker verbunden. Du denkst, du bist, das WLAN-Symbol ist an und so weiter, ist verbunden, und dann geht gar nichts. Und dann muss ich auch da gucken, was ist hier los? Und dann muss ich immer dieses Netzwerk, muss ich dann wegnehmen und das andere Netzwerk wählen. Und das hat aber ganz viel mit der Praxis zu tun, weil wenn das WLAN nicht da ist oder nicht ordentlich funktioniert, dann funktionieren viele Informationen nicht, funktionieren viele Nachrichtendienste nicht, funktioniert einfach kein, ich kriege die E-Mail nicht rein oder die Verbindung über Teams ist schlecht oder was auch immer man tun will. Und es ist ja in unserem natürlichen Bereich, viele kennen diese Herausforderung. Entweder bist du irgendwo, hast du dich mal eingewählt in irgendein Netzwerk und das gibt es noch, aber das ist schwach. Und immer wieder verbindet sich dein Handy mit diesem Netzwerk. Und dann muss man immer wieder sagen, nein, ich will das gar nicht haben, dieses Netzwerk. Manchmal muss man das auf Netzwerk ignorieren oder trennen gehen. Und so ist unser Leben in unserer jetzigen Zeit von sehr viel unsichtbaren Dingen abhängig geworden. Natürlich können wir WLAN, also ich nicht, ich bin nicht so affin da, aber manche können das erklären. Ich bewundere das immer, wie das funktioniert. Manche wissen das tatsächlich. Aber unser Leben ist ganz normal. Es gibt unsichtbare Dinge, und wenn die wegfallen, wie neulich als Stromausfall in Tostedt war, nicht nur das Strom, damit können wir noch am Tag, zumindest, es ist ja weiterhin hell und so, aber das Internet funktionierte nicht. Plötzlich, die Leute können nicht mehr einkaufen, weil die Kassen nicht funktionieren. Du kannst nicht mit Karte zahlen. Einen Tag später bin ich noch beim Butni gewesen und gesagt, nee, Kartenzahlung geht leider noch nicht. Das System war durcheinander durch den Stromausfall und so weiter. Unsichtbare Dinge, für uns nicht sofort greifbar, haben einen großen Einfluss auf uns im Bereich der Technik. Aber auch in unserem Leben, im Alltag, gibt es unsichtbare Dinge, die wir nicht einordnen können. Die haben einen enorm starken Einfluss auf uns. So will ich diese Serie, haben wir einfach überschrieben, unsichtbar. Es gibt unsichtbare Dinge, die sehr wohl einen großen Einfluss auf unser sichtbares Leben haben. Um es mal ganz niederschwellig einzusteigen, du kennst das Gefühl von Intuition, entweder das fühlt sich richtig an, kannst du aber nicht begründen. Oder das ist irgendwie komisch. Oder da gehe ich lieber nicht so hin, das fühlt sich merkwürdig an, da fühle ich mich unsicher. Nee, manche Leute sagen, nee, nachts geht man nicht dahin, das fühlt sich komisch an. Manche sagen, das ist Intuition. Es gibt Dinge in uns,
Man entscheidet manche Dinge aus dem Bauch heraus, richtig, manchmal falsch, aber man mag eigentlich nicht die Logik hat uns getrieben, sondern etwas Innerliches hat uns angetrieben. Und so ist dieser Bereich etwas sehr Wichtiges, weil wir sind umgeben mit einer unsichtbaren Realität. Und ich starte mit einer Feststellung. Die Feststellung ist, es gibt eine unsichtbare Welt, die mit der natürlichen in einer direkten Verbindung steht. Ich nenne es mal Ursache-Wirkung. Dieses Prinzip gilt, ja, Ursache ist ein Schlag, Wirkung ist, es tut weh. Ja, also du hast immer irgendeine Kraft, die wirkt und die bewirkt etwas. Und so ist es auch in unserem natürlichen Leben. Es gibt eine unsichtbare Welt, die wiederum in der sichtbaren Welt Dinge bedingt. Der Apostel Paulus hat sich darüber einige Gedanken gemacht und er schreibt im Römerbrief im 1. Kapitel, und da kommt diese Verbindung für mich so wunderbar heraus, denn sein unsichtbares Wesen, also Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine Kraft, ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Damit sie ohne Entschuldigung sind, heißt, keiner kann sagen, ich habe nicht gewusst, dass es da eine höhere Macht oder einen Gott gibt. Weil das unsichtbare Wesen Gottes, seine Kraft, seine Göttlichkeit, sieht man in der Schöpfung. Also es gibt eine direkte Verbindung Ursache und Wirkung. Ich will uns mal ein ganz praktisches Beispiel. Neulich war ich auf der Insel Baltrum. Wir haben eine Wattwanderung gemacht. Und da war ich mit einigen auch unterwegs, die sich nicht als Christen bezeichnen würden. Und alle zusammen standen wir, als die Wattwürmer erklärt wurden und einer wurde ausgegraben und so. Die sind ja mächtiger, als ich mir das vorgestellt hatte. Standen wir alle um diesen Wattwurm herum und dann haben wir so geredet, es ist hier im Watt alles aufeinander abgestimmt. Ein perfektes Zusammenspiel. Das eine tut das andere. Wir waren alle fasziniert, wie alles ineinander greift. Und so diese Grundstimmung war, da ist ein Gedanke dahinter. Das ist so perfekt aufeinander. Selbst diejenigen, die sich nicht als religiös bezeichnen würden, sagten, das ist schon, da muss schon ein Gedanke dahinter sein. Paulus bringt das hier so bildlich rüber und sagt, seine Unsichtbarkeit sieht man in unserem Sichtbaren. Als wir abends dann den Sonnenuntergang angeschaut haben, eine Riesenmenge von Menschen, alle gucken den Sonnenuntergang und wisst ihr, was ich nicht gehört habe? Das ist ja doof. Das ist ja völlig unspektakulär. Außerdem hätte ich mir die Sonne lieber in grün gewünscht. Nein, es war innerlich ein Moment, wow. Ein Wow-Moment, wie schön. Und es ist ein Moment, wo du nicht rationalisierst, wo du nicht sagst, naja, also es ist schon enorm und das ist alles so und so entstanden, das kann ich alles genau erklären, sondern plötzlich ist das Unerklärliche, das so Übermäßige, so das Unsichtbare, ist einem plötzlich in dem Sichtbaren so nah, weil man innerlich spürt, boah, das ist krass. Das ist mehr als ich, das ist größer als ich. Keiner kann die Sonne sagen, okay, jetzt mal kurz Pause. So, ich habe das Bild noch nicht. Keiner kann es, wenn du es verpasst hast. Hoffentlich hast du am nächsten Abend die Chance, wenn keine Wolken hängen. Kein Mensch würde sagen, warte mal, diesen Moment, wir können das steuern. Diese Unsteuerbarkeit, dieses, keiner kann das planen. Keiner kann vorne am Vorabend sagen, morgen plane ich mal einen schönen Sonnenuntergang. Das löst in uns Menschen eine Dankbarkeit aus. Plötzlich wird etwas ausgelöst von dem Übernatürlichen, von dem, da ist ein Gedanke dahinter. Und das Interessante ist, so wie es etwas, wie es einen Gott gibt, der gut ist, der die Menschen liebt, und das erleben Menschen, selbst in tiefer Not, wenn sie den Sonnenuntergang sehen, was Schönes sehen, was geschaffen ist, erleben sie etwas von dieser Güte, erleben sie etwas von Hoffnung. Aber genauso gibt es auch die Welt, wo man schaut, warum gibt es so viel Böses? Es gibt eben auch die böse, unsichtbare Seite,
die wiederum Böses bedingt auf dieser Erde. So viel Leid, so viel Herausforderungen. Und die Feststellung ist zunächst einmal, wir leben umgeben von einer unsichtbaren Welt, die unmittelbaren Einfluss hat auf unsere sichtbare Welt. Es gibt ein Zusammenspiel. Und wir können es auch nicht voneinander trennen. Man hat es versucht, es funktioniert nicht. Denn das treibt Menschen immer noch in dieses Unerklärliche, in dieses Unsichtbare. Diese Feststellung bringt uns also zu einer Fragestellung. Nach der Feststellung, der auch die allermeisten zustimmen würden, zumindest, wow, ist das schön. Wow, ist das alles aufeinander abgestimmt. All diese Dinge, stellt sich natürlich die Frage, was orientiert uns in unserem Leben in diesen beiden Dimensionen? Wie finden wir jetzt, oder warum ist es wichtig, sich darüber Gedanken zu machen? Wenn es so ist, was orientiert uns? Weil das Sichtbare, darauf haben wir ja sofort Zugang irgendwie, das können wir einsortieren, das Unsichtbare nicht so gut. Und der Apostel Paulus, der machte sich ja auch seine Gedanken. Er sah die Dinge auf der Welt und er sah Dinge, die herausfordernd waren. Und er sah die Auseinandersetzungen, die Streitigkeiten, die ihn umgaben. Und das war damals nicht anders wie heute. Es gab viele Streitigkeiten, viele Herausforderungen, viele Krankheiten, viele Nöte, viele Sorgen. Er selbst erlebte echt schreckliche Dinge. Und er schaut drauf und sagt, diese ganzen Kämpfe, die wir so haben, diese ganzen Herausforderungen, wo sind die eigentlich, wo haben die ihren Ursprung? Und er stellt fest im 2. Korinther 10, Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch wandeln, also obwohl wir im Natürlichen, im Körperlichen, im Sichtbaren wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Also wir kämpfen nicht nach dieser sichtbaren Dimension. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Er führt das dann noch etwas länger auf. Aber Paulus sagt, zunächst einmal, wenn wir unsere Kämpfe anschauen, müssen wir feststellen, sie sind nicht zuerst einmal im fleischlich, natürlich sichtbaren Bereich verortet. Da kommen sie nicht her. Sondern er ist sich der Ursprünglichkeit bewusst, dass Übernatürliches, Unsichtbares, Natürliches bedingt. Das heißt auch, unsere Herangehensweise muss zunächst einmal unsichtbarer Natur sein. Er sagt, wir können nicht in dem Fleischlichen, im Natürlichen nur ansetzen. Wir sind allerdings in dieser Herausforderung. In Kämpfen, in Auseinandersetzungen, in Meinungsverschiedenheiten, in Streitigkeiten ist man schnell dabei, genau diese Sichtbarkeit so vor Augen zu haben. Ja, der hat ja auch das gemacht und das ist ja, der hat das und der ist schuld daran und weil er das gemacht hat. Und Paulus, der sagt hier, wenn wir nur immer in unserem fleischlich, natürlich Sichtbaren unterwegs sind, dann werden wir uns auch extrem aufreiben gegeneinander. Dann wird unser Miteinander vergiftet, weil wir einiges vergessen von dem, was unsichtbar ist. Und die Herausforderung von uns Menschen ist, dass wir denken, das Sichtbare im Griff zu haben. Aber wir haben es nicht im Griff. Sondern wir dürfen feststellen, es gibt eine unsichtbare Komponente. Und nachdem man jetzt überlegt, okay, die Kämpfe, also unsere Herausforderungen, sind auch zunächst einmal im Unsichtbaren zu suchen, wer orientiert uns denn da jetzt? Oder wo ist unser Ansatzpunkt? Und auch dazu hat der Apostel Paulus wunderbare Verse geschrieben. Den haben wir auch schon mindestens 8-mal dieses Jahr gelesen. Hier am Sonntagmorgen. Kolosser 1, Vers 16. Denn in ihm, in Jesus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Wenn wir also über das Unsichtbare nachdenken, und ich formuliere das bewusst ganz scharf, müssen wir durch Jesus daran gehen. Weil er alles Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat. Und alles gipfelt wiederum in ihm.
Die Theologen nennen das die Christuszentriertheit in der Theologie. Es muss durch Jesus gehen. Denn wenn wir anfangen, durch andere Personen, durch Gedankengebäude, durch Philosophien Zugang zu kriegen zur unsichtbaren Welt, werden wir in die Irre laufen. Weil es eben nicht in dem begründet ist, der die übernatürliche oder die unsichtbare und sichtbare Welt in sich vollkommen synchronisiert und vereint hat. Nur er hat beides vollkommen. Wenn wir anfangen zu sagen, okay, das Unsichtbare, und da gibt es so viel, was man sich, der hat da eine Erleuchtung und das ist eine gute Gedanken, eine gute Philosophie. Es geht oft ab, es werden oft Menschenabhängigkeiten kreiert oder von, du musst dieses Buch gelesen haben, du musst das getan haben, du musst so und so viel Zeit in der Meditation oder wie auch immer verbracht haben. Es geht nur durch Jesus. Eine ausgewogene, uns freimachende und die Würde des Menschen bewahrende Herangehensweise an dieses Thema geht nur durch Jesus. Weil er ist derjenige, der uns auch einen freien Willen gegeben hat, der uns nicht irgendwie gewaltsam verbiegt, sondern er gibt uns die Möglichkeit zu entscheiden. Viele andere Philosophien, Gedankengebäude, da müssen wir mit Druck und da muss man, und wenn du das nicht, und dann musst du zu dieser Erleuchtung musst du kommen und schon sind Menschenabhängigkeiten gemacht. Das heißt, es geht nur durch Jesus. Und Jesus selbst sagt über sich in einer Szene im Johannesevangelium, was ganz interessant ist, da kommt nämlich jemand zu ihm, der interessanterweise ein religiöser Leiter ist. Und wie wir Menschen manchmal so sind, wir stellen ja keine direkten Fragen, sondern wir stellen so eine blumige Frage. Er will eigentlich wissen, bist du der Messias? Bist du derjenige, auf den wir warten? Er stellt diese Frage so ein bisschen anders. Und Jesus sagt ihm dann plötzlich was, da geht es dann um die Wiedergeburt und so weiter. Für ihn etwas schwierig nachzuvollziehen, für den religiösen Leiter, obwohl auch das würde jetzt zu weit führen, aber auch das könnte man sehr wohl aus dem Hesekiel zum Beispiel, genau dieses gibt es im Hesekiel, eigentlich hätte er das wissen müssen. Und Jesus sagt zu ihm dann das Folgende: Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der, der aus dem Himmel hinaufgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Hier sehen wir diese Synchronität von Jesus als himmlisch und irdisch zugleich. Die unsichtbare Welt Gottes, es ist nur durch den, der beide komplett vollkommen verkörpert, Jesus. Das heißt, diese Fragestellung, was orientiert uns, führt uns zu Jesus. Führt uns zu ihm, der in sich alles vereint. Jetzt haben wir die Feststellung gehabt, die uns zu einer Fragestellung gebracht hat. Und jetzt kommen wir zu etwas Praktischem für uns. Es braucht nämlich dann eine Feineinstellung. Und da kommen wir zu dieser Feineinstellung. Wir überprüfen, ob wir mit dem richtigen Netzwerk oder mit der richtigen Quelle verbunden sind. Wenn wir feststellen, da gibt es eine übernatürliche Welt, Jesus gipfelt darin, dann müssen wir feststellen, es gibt die Frage, bin ich irgendwo mit einem unsichtbaren, negativen Netzwerk verbunden? Habe ich mich da irgendwo eingewählt? Und diese Verbindung muss getrennt werden. Weil diese negativ unsichtbaren Mächte werden Störfeuer sein in unserem Leben. Sie werden ihren Zugang nehmen. Sie werden immer wieder versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen. Da ist es ja nicht so, dass die negativen Netzwerke, das geht in der Technologie genauso wie in diesem unsichtbar geistlichen Leben, die sind ja nicht passiv. Die Netzwerke in meinem Haus, das würde ich mir wünschen, dass die absolut passiv sind. Und ich muss jedes Mal, ja genau, ich will mit dir verbunden sein. Nein, die greifen einfach zu und das verbindet sich, ohne dass ich da irgendwas dazu tun kann. Deswegen die Frage,
ob wir mit dem richtigen Netzwerk, mit der richtigen Quelle verbunden sind. Jesus sagt dazu was ganz, ganz Wunderschönes im Johannesevangelium Kapitel 14. Ich werde nicht vieles mit euch reden, denn der Fürst der Welt, das ist also die böse Macht, die die Welt noch unter Kontrolle hat, weil wir Menschen uns per freiem Willen von Gott distanziert haben, gibt es noch diesen Fürst dieser Welt, der steuert, der seine negativen, dunklen, bösen Netzwerke hat, der kommt. Und jetzt sagt Jesus einen Satz, einen Halbsatz, den finde ich so spektakulär. Und in mir hat er gar nichts. Das ist faszinierend. Jesus sagt von sich, da gibt es auch diese ganzen bösen Netzwerke, ich übersetze das mal für uns in unsere heutige Zeit, die wollen zugreifen auf uns, die wollen uns negative Verbindungen, die wollen stören, und Jesus sagt, die fliegen alle rum. An mir hat er gar nichts. Komplett frei. Nur mit der richtigen Quelle verbunden. Nur mit dem richtigen Netzwerk verbunden. Mit Jesus, mit seinem Vater durch den Heiligen Geist. Und für mich ist diese Stelle nicht passiv, sondern für mich spricht daraus ein Angebot und ein Rufen eines Gottes. Genau in das möchte ich euch hinein einladen. Folgt mir nach, dass nichts, kein negatives Netzwerk euch irgendwie noch Zugriff auf euch als Person, auf euer Denken, auf euer Fühlen, auf euer Handeln, auf irgendetwas hat. Und ich möchte ganz praktisch ein paar von diesen Netzwerken, die es so gibt, aufzeigen. Wir wollen den Heiligen Geist auch bitten, dass er da einfach mal uns Dinge offenbar macht. Dass wir mal unsere Netzwerkliste durchgehen. Gibt es irgendwo eins, wo wir uns dringend trennen müssen, weil es nicht auf Jesus ausgerichtet ist? Gibt es bei mir so einen schönen Knopf, dieses Netzwerk trennen und immer ignorieren. Muss ich draufdrücken. Im Geistlichen können wir das nicht aus unserer Kraft. Es geht nur durch Jesus, der uns frei macht. Sage, Jesus, kannst du bitte den Reset-Knopf drücken? Kannst du mich davon frei machen? Weil es gibt menschliche Nöte und Bedürfnisse. Was ich jetzt sage, ist niemals dazu gedacht, uns irgendwie Druck aufzuerlegen und zu sagen, wir sind böse Menschen oder du bist jetzt schlecht. Sondern oft sind persönliche Notlagen oder persönliche Sehnsüchte, die uns dazu führen, uns zu verbinden mit so einem negativen Kraft. Nichtsdestotrotz ist es so gut, uns da rauszubewegen und zu trennen, weil sie fordern ihren Tribut. Im Bereich der persönlichen Orientierung in unserem Leben will Jesus uns helfen. Und dennoch gibt es manche Netzwerke, zum Beispiel das Thema der Horoskope. Menschen, die Orientierung suchen. Und man kommt hinein, man verbindet sich mit so einem Netzwerk, man liest einfach mal so, na, was sagen denn die Sterne für mich heute und für morgen und für die Woche oder was auch immer. Es gibt ja so viele verschiedene. Und das verkauft sich manchmal so schnell als Spiel oder als harmlos. Aber ich habe schon viele getroffen, die dann plötzlich sagten, ups, wenn ich es nicht lese, fühle ich mich unwohl. Es ist ein Unbehagen da. Ich fühle mich nicht orientiert. Es kommt plötzlich, ist es so, als wenn da ein Netzwerk zugreift, wo ich sage, ich will diesen negativen Einfluss nicht und ich kann es gar nicht lassen mehr. Spielerisch, bei uns in der Schule war es komplett verbreitet, dass man Karten gelegt hat oder man hat irgendwie über Entscheidungen, soll ich mit dem zusammenkommen oder nicht? Und dann hat man gependelt oder Gläser gerückt oder Tische rücken gemacht. Das war für sie ein Spiel. Und wie oft habe ich dann gemerkt, wie Leute in Angstzustände, ich kann nicht mehr schlafen, ich komme nicht mehr zur Ruhe, weil in dem Augenblick fühlte sich es an wie temporär ein Hoffnungsschimmer oder Orientierung, aber es fühlte sich plötzlich, merkte man, die Rechnung kommt. Ich bin verbunden mit einem Netzwerk und jetzt bin ich irgendwie, ich kann abends nicht mehr einschlafen und da sind die Dinge, die plötzlich mir so viel Angst bereiten oder Dinge, die plötzlich passieren, die so negativ sind und mich so einengen. Aus dem Wunsch heraus,
orientiert zu sein. Das war manchmal in so ein Netzwerk. Und ich habe festgestellt, dass auch manche, die Jesus folgen, weil es so harmlos klingt, regelmäßig sowas lesen. Möchte ich so ermutigen, dass du den Schritt machst, dieses Netzwerk für immer zu ignorieren und durch die Kraft Jesu das zu trennen. Er will das tun, um uns frei zu machen. Dass wir nicht unter den negativen Einflüssen der Dunkelheit weiterhin leben müssen, sondern dass wir in der Freiheit leben, die er für uns erkauft hat, die er uns anbietet. Ein zweiter Bereich ist der Bereich der Heilung. Es gibt Schulmedizin, die ist da, weil wir zusammenhängen in unseren Körpern. Gott hat auch Menschen, und das sage ich wahrscheinlich auch als Arztsohn, weil Gott Menschen Zusammenhänge zeigt im Körper, weil es einfach sichtbar, wissenschaftlich da ist. Und da kann man eingreifen, da kann man gut Dinge tun. Ich möchte nicht, dass jemand das Gefühl hat, ich rede negativ über Schulmedizin. Aber es gibt Bereiche, in denen Dinge angezapft werden, Quellen oder Energien oder irgendwelche Sprüche oder irgendwelche besonderen Magier, die dann irgendetwas Besonderes tun. Und Jesus steht eben nicht im Mittelpunkt. Und es ist ja so, dass oft eine tiefe Not dahinter steckt. Ich will einfach nur Linderung. Und temporär kann es sein, dass es irgendwo hilft. Und plötzlich merkt man, ich habe mich mit einem falschen Netzwerk verbunden. Da kommt Dunkelheit. Und manchmal sind es auch Dinge, die wir ganz in der Vergangenheit mal gemacht haben und wir haben dieses Netzwerk nicht getrennt. Und dann gibt es plötzlich Situationen und es ist, als wenn man in die Nähe von diesem Router kommt und plötzlich verbindet sich das und man kann sich einen gar nicht einordnen, warum es plötzlich ist es jetzt so. Warum bin ich plötzlich so nicht frei in meinen Gedanken? Warum kommt plötzlich dieses ganze Durcheinander in mir hoch? Weil ein Netzwerk Geltung noch nimmt. Ich habe mal mit einem Freund gesprochen, er war auf einer Ausstellung von ihm, der ist Künstler und malt Bilder. Und dann erzählte er mir, war relativ gute Summen, die er für seine Bilder damals schon gekriegt hat. Und dann sagte er mir, weißt du, als Künstler ist das so, du verkaufst dein Gemälde. Und dann darfst du aber zu jeder Zeit das Gemälde für eine Ausstellung fordern. Du hast als Künstler immer Recht auf dein Bild. Das heißt, das hängt bei dir im Wohnzimmer. Dann darf der dich anrufen und sagen, ich habe eine Ausstellung, ich will mein Bild für die Ausstellung. Ja, aber es ist doch meins, ich habe es doch gekauft. Ich habe Recht dazu, steht im Gesetz. Natürlich kriegst du es irgendwann wieder, aber ein paar Wochen musst du ohne. So ähnlich ist es manchmal mit der übernatürlichen Welt. Man hat sich irgendwo eingekauft und dann gibt es Situationen, es muss nicht dauerhaft sein, gibt es einen Rückforderungsanspruch. Es gehört mir. Wer antwortet, wenn es bei dir an der Tür klingelt, deiner Herzenstür? Gibt es da noch, ich habe ein Recht auf das, was da drin ist? Oder geht Jesus an die Tür und sagt, was willst du hier? Gibt es nämlich noch einen dritten Bereich. Erstens war ja Orientierung im Leben, dann war es Heilung. Aber dann ist es auch ein Bereich, den ich wirklich für heute noch auf dem Herzen hatte, sehr stark, ist der Bereich des Steuerns von Menschen. Auch hier können wir in Netzwerke hineintappen. Und das ist in den letzten Jahren in Deutschland wieder ziemlich hochgekommen, dieses Voodoo und solche Dinge, wo man anfängt, Menschen zu steuern oder zu verfluchen und einfach unter negative Einflüsse zu stellen, um sie auch gefügig zu machen. Und da gibt es einiges, was an Flüchen und was alles gesprochen wird und man tappt hinein in ein Netzwerk und wir sagen jetzt, da haben wir ja nichts mit zu tun, aber ich möchte uns sehr, sehr herausfordern, weil dieser Bereich des Steuerns von Menschen, es ist alles das, was ich tue, jemanden dazu zu bringen, etwas zu tun, was er nicht will. Man nennt das auch Manipulation. Ist dieser Bereich geöffnet? Ist eine Quelle angezapft? Ich steuere eine Person. Anstelle über Jesus zu vertrauen, dass die Person richtige Entscheidungen treffen wird. Und es fängt an damit, dass wir uns
manchmal zurückziehen und so, dem zeige ich die kalte Schulter, damit er schön das macht, was ich mal. Und so lange verhalte ich mich so. So lange werde ich das machen, bis der das tut, was ich will. Und mein ganzes Verhalten bringt ihn dazu, zwingt mein Gegenüber dazu, so zu handeln. Da fängt es schon oft an. Weil es ist nämlich, ich steuere jemanden. Und ich baue ein Netzwerk sozusagen an, das ich anfange zu steuern. Es geht nicht über Jesus. Es ist nur das, was ich will. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, die wir manchmal unbewusst tun, aber wir merken, wir sind auch nicht mehr frei dadurch, weil wir in ein Netzwerk reingetappt sind, wo die Finsternis Raum gekriegt hat. Und wie schön Jesus sagt, an mir hat der Fürst dieser Welt, dieser Böse, nichts. Der geht seine Netzwerkenliste durch, Jesus, nee, Vater, Heiliger Geist, nichts anderes. Er hat Zugang. Und so ist sein Angebot an uns, an dich und an mich, dass wir in unser Herz hineinschauen und ihn fragen und den Heiligen Geist sagen, gibt es etwas, wo ich in ein Netzwerk irgendwo mich noch eingewählt habe und ich erinnere mich jetzt dran, ich will mich trennen davon. Gibt es Dinge, die ich vielleicht sogar unbewusst gemacht habe? Gar nicht. Es ist oft nicht, oh, so jetzt werde ich mal so richtig doll sündigen. Ne? Sondern es sind diese Verlockungen, es hört sich vielversprechend an und man bewegt sich kurz da rein. Und Jesus ist der Gott der Hoffnung, der uns frei macht und sagt, ich möchte mich mit dir verbinden. Ganz, ganz doll. Ich möchte dich orientieren durch mein Wort. Ich möchte dir Heilung bringen, Kraft geben hinein in deine Situation, den Zuspruch, den du brauchst, um durchzuhalten, aber auch um Linderung dir zu geben. Er ist derjenige, der sagt, vertrau auf mich, dass ich für dich kämpfe. Du brauchst nicht Menschen steuern, sondern ich kämpfe für dich. Ich mache es für dich. Vertraust du mir? Oder vertraust du auf deine Kraft? So haben wir die Feststellung, es gibt diese übernatürliche Dimension. Wir haben die Fragestellung, wie orientieren wir uns darin? Und dann führt uns das zur Feineinstellung für uns. Unsere Netzwerkliste mal durchzugehen. Wenn du heute hier bist und du hast noch keine Beziehung mit diesem Jesus, du sagst, ich habe mich ins Netzwerk Jesu noch nie eingewählt. Ich muss dir leider sagen, es gibt keinen Code, den du wählen kannst. Es gibt keine Anstrengung, die du tun kannst. Es gibt kein besseres Leben, was du führen kannst, um in diesem Netzwerk dabei zu sein. Aber die wunderbare Nachricht ist, dass Jesus sagt, ich baue dieses Netzwerk für dich. Ich schaffe die Dinge beiseite, wenn du mich lässt, die diese Verbindung aufhalten. Am Kreuz, als er gestorben ist, hat er die Kraft dafür erwirkt, dass die Vergebung erwirkt, dass alles, was im Weg steht, alles, was dieses Netzwerk aufhebt, können wir sagen, Jesus, nimm du es weg. Ich bitte dich, vergib, nimm du weg, räum aus dem Weg. Und er stellt die Beziehung mit dir her. Wenn du heute zuschaust und du hast dich eingewählt, wenn du heute hier bist und du möchtest diese Entscheidung treffen, dann darfst du einfach mit ihm reden und sagen, Jesus, ich möchte mit dir verbunden sein. Du sollst in mir leben. Nicht nur eine weit weg Verbindung, sondern du baust dich selbst, du bist in mir dann. Diese super Verbindung. Und wenn du zu Hause bist, darfst du gerade jetzt da, wo du bist, deine Augen schließen und zu Jesus beten. Wenn du hier bist, darfst du gerne auch nachher auf uns zukommen und gern miteinander reden und beten. Aber ich möchte uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen und dass wir einen Moment nehmen, wo wir auch, wenn du da was festgestellt hast, wenn du merkst, da bin ich vielleicht in so ein Netzwerk reingetappt oder da gibt es noch was aus der Vergangenheit, dann darfst du jetzt eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, kannst du mich freimachen von diesem Netzwerk? Ich ignoriere es und will mich trennen. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Du darfst sogar in dir selbst, du darfst es laut sagen,
wenn du möchtest, auch auf dem Weg nach Hause oder wie auch immer, du sagst laut, Jesus, in deinem Namen trenne ich mich davon. Es soll keinen Einfluss mehr auf mich haben und du machst mich frei. Und danke, Jesus, dass du gerade jetzt hier bist. Heiliger Geist, du bist derjenige, der offenbart, der in uns Dinge ans Licht bringt. Und du siehst die Herzen, du siehst Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Danke, dass du der Gott der Freiheit bist. Ich glaube, dass Gott wirklich ganz persönlich auch zu einigen spricht. Und er zeigt dir auch gerade noch eine Situation. Ich glaube, jemandem wird gerade was deutlich. Gott zeigt dir gerade, wo du mal eine Entscheidung getroffen hast und jetzt gerade sind Situationen in deinem Leben immer wieder, die auftauchen, wo du das Gefühl hast, oh, das habe ich gar nicht, das steuert irgendwas. Da kommt so was über mich. Und er zeigt dir, glaube ich, auch gerade, was wo noch ein aktives Netzwerk ist, wo du sagst, da habe ich mal was, eine Entscheidung getroffen für was. Und heute trennst du dich davon. Danke, Jesus, für Freiheit, die du für uns erkauft hast. Und in deinem Namen rufe ich jetzt hier Freiheit aus, dass Ketten gebrochen sind, Bindungen, die gehen. In dem Namen Jesu. Einflüsse, die zerbrochen sind. Jesus, weil du, König Jesus, dich zeigst und offenbarst. So, dass jemand da ist, dass plötzlich nachts kommen Angstattacken. Ich glaube, Jesus möchte dich da frei machen davon. Und in dem Namen Jesu erkläre ich jetzt, dass das einen Stopp hat, in dem Namen Jesu. Kraft Gottes soll da hineinkommen. Einflüsse der Finsternis sind gebrochen in dem Namen Jesu. Jesus, du bist stärker, du bist größer. Danke, Herr, dass gerade wo auch Entscheidungen im Kopf getroffen werden, dass es Entscheidungen sind, die tiefe Auswirkungen haben im Geistlichen. In dem Namen Jesu. Wir ehren dich, Herr. Jesus, nur du sollst verherrlicht sein. Nichts anderes soll den Ehrenplatz haben, nur du. Wir sollen nur mit dir verbunden sein. Nichts anderes soll auf uns Zugriff haben. Das rufen wir aus in dem Namen Jesu. Danke, dass du frei machst. Danke, dass du erneuerst und veränderst. Wir ehren dich, Herr. Gerne auch nach dem Gottesdienst stehen wir noch hier bereit, auch noch zu beten. Und dann sag ich, da möchte ich nochmal mit jemandem zusammen beten, da wirklich nochmal so eine Verbindung trennen. Und wir gerne hier sein. Komm gerne auf uns zu. Wir sind für Gebet hier. Amen.